Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von Cases. Genau, richtig. Ich habe für euch 5 Cases für unter 10 Euro bei Amazon bestellt und möchte mit euch mal schauen, welches Case ist vielleicht für dich als Realme X2 Pro Besitzer geeignet. Viel Spaß! Okay, auch heute habe ich wieder 2 Kameras für euch. Bedeutet, ihr könnt einmal von oben zuschauen und ihr könnt mir direkt frontal ins Gesicht schauen und mich dabei beobachten, wie gut oder wie schlecht ich mich bei diesem Unboxing von Cases anstelle. Ich habe einmal nochmal hier das Realme X2 Pro, die Verpackung davon, das Unboxing findet ihr auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Vielen Dank nochmal an Trading Shenzhen, die haben mich nämlich dabei unterstützt. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Cases. Ich habe jetzt diesmal versucht, die Anzahl der Cases ein bisschen zu reduzieren, hat den ganz großen Vorteil einfach, es dauert nicht so lange und man kann vielleicht auf die Cases besser eingehen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dann nochmal den Link zu jedem einzelnen Case. Ich rede nicht lange rum, wünsche uns viel Spaß, los geht's. Einmal hier, ich habe nämlich das Realme auch jetzt schon mit dem serienmäßigen Case ausgestattet. Das ist durchsichtig, natürlich der ganz große Vorteil, man erkennt diese schöne Rückseite, bin ein richtig großer Fan von. Und ja, lassen wir doch mal die Spiele beginnen. Okay, das erste Case, für das ich mich hier entschieden habe, jetzt muss ich gerade mal selbst schauen, ne, ist so ein Aufklapp-Case. Dann ist das Ganze nämlich auch Vorder- und Rückseite geschützt. Lege es jetzt einfach mal ein und das kommt dann auch schon drauf. Ich muss sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier so ein Case habe und das ist magnetisch, genau. Ja, fühlt sich jetzt nicht schlecht an. Gut, der Face Unlock ist noch mit dabei. Ja, hier unten sieht man dann auch nochmal, die Anschlüsse sind dann soweit frei. Die Rückseite kann man auch sehr gut erkennen. Gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Verarbeitung macht jetzt auch einen guten Eindruck. Ich finde halt jetzt hier so die Spaltmaße, ich hoffe man erkennt das, sind jetzt nicht so perfekt. Also da könnte ich mir schon noch Besseres vorstellen. Trotzdem, ein Hingucker ist es in der Tat. Und es ist halt jetzt wirklich sehr, sehr gut geschützt. Hab die Folie jetzt noch drauf, klar, die könnte man dann noch abmachen. Hier unten kann man es abziehen. Wirkt gut. Frage ist halt jetzt einfach nur, wie ist das mit der Farbkombination? Ne? Ist das jetzt hier, ist ja blau, ne? Und dann mit diesem Weiß und, na, ich weiß nicht. Also, jetzt befreien wir das Ganze. Also, das geht wirklich super unkompliziert. Klar, ist halt magnetisch, ne? Also nochmal, die Cases kosten alle nicht mehr als 10 Euro, darauf habe ich geachtet, denn ich bin selbst ein Sparfuchs und möchte dann immer ein bisschen, ja, schauen, dass ich für wenig Geld gute Qualität erhalte. Weiter geht's, ich bin immer noch so geflasht von der Rückseite, das Ganze gibt es auch in dem Blau, wie es hier auf der Verpackung zu sehen ist, aber ist nicht so meins. Ich weiß, bei der Soundaufnahme ist das jetzt nicht so cool, dass man das Geknister hört, aber da müsst ihr jetzt einmal durch, denn das ist ja für euch. So, hier haben wir jetzt das Ganze mal in so einem Lila. Oh, das wirkt nicht hochwertig. Also hier auch schon so die Verarbeitung. Klar, man muss das abnehmen, um das einzusetzen. Aber hier, finde ich, sieht man schon, wie extrem das ausdellt. Und da muss man sagen, finde ich nicht gut. Also das ist wirklich alles nur pure Plastic. Nee, das ist gar nicht meine Welt. Ich will euch das jetzt trotzdem zeigen, ne? Ich meine, es ist ja ein Case, für das man sich heute hier entschieden hat. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist es auch falsch, dass man das so da einschiebt. Ja, klickt das jetzt hier drauf. So. Ja. Also es fühlt sich irgendwie sicher an. Was ich jetzt echt mal sagen muss, ist, es sieht gut aus, ne? Weil es jetzt alles so bündig ist. Also die Maße hier passen auch, aber das ist ja einfach nur dünnes Plastik. Leute, das, ja, also mich huckt das jetzt ehrlich gesagt nicht. Und auch die Tatsache, dass man das hier so leicht auf und ab bekommt, jetzt wahrscheinlich funktioniert das doch auch so leicht. Nee, also mit den Tasten hier, das funktioniert auch ganz gut, ne? Die sind soweit gut abgedeckt, aber dann halt auch hier so offen. Nö, jetzt muss ich nur schauen, dass ich das hier rausbekomme, ne? Ich habe gesagt, das geht relativ leicht. Sehr wahrscheinlich ist das nicht der Fall, ne? Ja. Schauen wir einfach mal. Okay, es fällt so oder so schon auseinander. So, und wieder rausgeschoben. Nee, da muss man sagen, das war ein Satz mit X. Leider nix. Ja, ich bastel das jetzt auch hier einfach. Ich lasse es so liegen. Hab da jetzt auch keine Lust drauf. Und hier, das ist einer meiner Favorites. Muss ich sagen, habe ich schon, als ich im Internet gesehen habe, dachte ich, okay, das könnte es sein. Could it be? Und zwar hier diese Optik. Die gefällt mir echt gut. Oh, das ist aber schon, oder? Nee. Okay, hier ist noch die Folie drauf, ne? Nee. Ah doch, doch, doch. Da ist noch die Folie drauf. Ich nehme alles zurück, weil hier sieht man schon eindeutig so Schmurren.
Finde ich nicht gut. Ist Schmurren jetzt nur so ein Wort bei mir aus dem Rheinland? Ich weiß es gar nicht. Schreibt es auch gerne mit unten in die Kommentare. Oder wenn ihr euch hier so ein Unboxing anders vorstellt, immer her damit. Ihr bekommt übrigens noch ein Review hier zu dem Gerät. Das ist auch ein bisschen mal wieder was anderes. Schaut euch die anderen Sachen auf meinem Kanal an. Ein Gameboy mit 7000 Spielen habe ich übrigens auch getestet. Echt ein Hingucker, das Teil. So, eingelegt ist das Ganze schnell. Und wie gesagt, das gefällt mir hier von der Optik echt gut. Was mir nicht gefällt, ist hier dieses Logo. Das ist für mich so ein bisschen, ja, Star Trek-mäßig, Star Wars, keine Ahnung. Ich bin eh nicht so der Science-Fiction-Fan. Doch, aber hier, das mit den Knöpfen, okay, ist genauso wie eben bei dem Case auch. Das ist halt Plastik. Ich finde, dann wirkt es, also hier das an der Seite, finde ich, ist dann sehr minderwertig. Ich glaube, so kann man das auch sagen. Und hier dachte ich, dass man das mehr fühlt, dass es wirklich so ein bisschen so dieser Stoff ist, aber naja, also es ist nicht verkehrt. Ich glaube, jetzt so hier von den dreien ist es irgendwie schon so mein Favorit. Was jetzt so einen Sturz angeht, glaube ich, wird das auch nicht wirklich schützen. Ne? Also ja. Aber überzeugt euch selbst, wenn ihr sagt, okay, für mich ist das vielleicht wirklich was, dann immer her damit. Ich glaube, ich drehe das jetzt ja auch nochmal so. Okay, kommen wir zum vorletzten Case und dann sind wir auch schon fast durch. So schnell kann ein Case-Video vorbei sein. Das ist halt jetzt wirklich so ein ganz klassisches schwarzes Case. Ja, also wirklich ganz butterweich. Ja, eingelegt ist das Ganze schnell. Von der Rückseite könnt ihr jetzt hier nochmal schauen. Gefällt es mir ganz gut. Aber es ist halt nichts Besonderes. Ne? Hier unten ist es auch frei. Gut, Klinkenanschluss. Ne? Muss es ja auch sein. Hier ist halt wenigstens der Vorteil. Doch die Knöpfe sind dann ganz zu. Ne? Eben bei den Cases davor konnte man da trotzdem irgendwie noch so da durch. Da konnte sich halt schnell Dreck sammeln. Das ist hier nicht der Fall. Mikrofon oben ist auch frei für die Rauschunterdrückung. Beziehungsweise für Störgeräusche. Kamera liegt auch gut. Ja. Das ist halt jetzt so ein einfallsloses Case. Also mit dem, glaube ich, könnt ihr nichts falsch machen. Wenn ihr das irgendwo im Internet gewinnen solltet, könnt ihr es nutzen, aber es wird euch jetzt nicht weiterbringen. Und dann kommen wir zum letzten Case. Und da bin ich gespannt, ob es euch gefällt. Schreibt gerne mal unten in die Beschreibung euer Favorite. Und jetzt habe ich es in der Hand. Und ich bin schon enttäuscht. Also im Internet sah es aus wie Leder. Im Endeffekt hätte ich mir denken können, dass es kein Originalleder ist, ne? Aber es sah von der Optik her irgendwie ein bisschen besser aus. Oh, jetzt ist, ja, ist der Blitz angegangen. Vom Einliegen her, ich glaube, man kann das jetzt von oben relativ gut erkennen. Wartet kurz. Ne? Sind die beiden identisch, mehr oder weniger? Wobei, jetzt bin ich mal gespannt, ist das hier überhaupt für das X2 Pro? Oder sieht das jetzt nur anders aus. Legen wir es mal ein. So, das ging schon mal gut. Ja. So, und dann seht ihr es. Also ihr seht es hier. Das ist gar nicht dafür geeignet. Also das ist schon mal so ein Bust. Das hätte man sich sparen können. Und diese Rückseite mit der Lederoptik, dachte ich, wäre auch mega cool. Nee. Also das ist einfach nur Plastik. Und hier an der Seite auch. Nee. Hier stimmt ja gar nichts. Aber das ist als X2 Pro, ja, ich hoffe, man erkennt das jetzt hier nochmal. Realme X2 Pro Brown. Und die halte ich es auch nochmal rein. Steht hier unten mit drauf. Also, das ist schon mal falsch. Seht ihr, dann hat sich das auch schon mal gelohnt, bevor ihr sowas bestellt. Ja. Wenn ich jetzt was aussuchen müsste, mit dem ich gehen sollen würde, dürfte, könnte, würde ich mich, glaube ich, für dieses Case entscheiden. Rückwirkend vielleicht dann doch schon das Schönste, auch mit diesen Streifen, aber diese Optik ist ganz gut und es fühlt sich so ein bisschen schon an wie, ja, so Baumwolle, so in der Art. Das ist ja wahrscheinlich falsch beschrieben. Und auch dieses Click-Case, aber dadurch wird das Ganze halt echt nochmal, ich nehme es hier nochmal raus, nochmal wuchtiger einfach. Aber wenn ihr sagt, okay, ich bin eh viel unterwegs und mir fällt das Teil oft runter, dann solltet ihr hier zuschlagen. Wäre meine Empfehlung. Ansonsten bin ich immer jemand gewesen, der gesagt hat, free your phone und lass das Gerät einfach leben. Aber mittlerweile muss ich sagen, wenn es nur diese durchsichtige Hülle ist, die serienmäßig mit dabei ist, finde ich nämlich auch ganz cool, dann
Ja, solltet ihr das nehmen. Wenn ihr Bock auf mehr Videos habt, wenn ihr Bock habt auf einmal die Woche Technik-Podcast mit meinem Kollegen Thorsten, Mr. IT Energy, dann einfach unten in der Beschreibung nachschauen. Da findet ihr alles. Eine Telegram-Gruppe mit über 200 Leuten. Einmal die Woche gibt es einen Podcast. Instagram, Twitter, da werdet ihr technisch versorgt. Twitch ist jetzt auch mit dabei. Hier gibt es mehrmals die Woche einen Livestream. YouTube habt ihr ja schon gefunden. Also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen hoch bewertet, den Kanal gerne abonniert und in den Kommentaren eure Meinung lasst. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.